Moin Moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Aufnahmesession von Keep Talking and Nobody Explodes. Nein, ich habe dich nicht gemutet, ich nehme dich gerade nur ganz gekonnt. Und sorry für die lange Pause zwischen den einzelnen Folgen, aber unser guter Kevin, den hat es leider gesundheitlich etwas zurückgeschlagen. Deswegen gab es jetzt diesen Ausfall erstmal für ein paar Wochen. Nazi aber das. Nein. Auf jeden Fall haben wir ihn doch nochmal mit jetzt an Bord bekommen und sozusagen live aus dem Krankenhaus unterstützt er uns auch heute wieder bei Bomben entschärfen. Er ist über ein UFO. Hi. Ich wollte nämlich, ihn über den Jordan ich wollte einen Hirsch mit dem Auto fangen, aber das ging nicht so gut. Ja. War ein Baum dazwischen, ne? Ne, der Hirsch ist groß genug. Genau, wir sind bei Bombe, lass mich schnell gucken, 5.4. Aber ich bin auf Discord. Der Titel ist einfach nur teuflisch. Und zwar, du hast alle Erfahrungen, die du brauchst, um diese Bombe zu entschärfen. Du musst deine Erfahrung einfach nur noch abrufen. Und wir haben zum Glück 3 Fehlversuche, 6 Module und 5 Minuten Zeit. Von daher, here we go! Ja, dieser Screen ist nur für meine Augen, ich weiß. Also Zuschauer weggucken. Also, wir haben schon mal einfache Drähte, und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6 Drähte. Davon sind 2 rot, 2 gelb, 1 schwarz, 1 weiß. Also keine roten. Wir haben 2 rot, nur 2 ein gelb. Weißes, ne? Genau. Vierte. Gut. Das vierte, ja. 2, 3, 4. Okay. Dann nochmal einfache. Das sind 1, 2, 3, 4. Nochmal 6 Stück. 2 rot, 2 gelb, 2 schwarz. Also Deutschlandflagge. Mal 2. Das vierte. Okay, 1, 2, 3, 4. Jo. Dann haben wir einen Kondensator, den ich entladen muss. Sekunde. Wir haben eine Tanzfläche, wobei die Seriennummer kein Vokal drin hat. Und also kein H. Und es leuchtet gelb. Also kein H. Nein! Der Witz wird nie alt. Dann rot. Okay. Dann gelb. Gelb ist rot. Rot. Rot, rot. Dann haben wir gelb. Oh, scheiße, Kondensator, Kondensator, Kondensator. Warte. Boom. Nee, 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 hab ich schon. Gelb, gelb, grün. Rot, rot, grün. Okay, haben wir. Jetzt haben wir ein Radio zum Morsen. Oh Gott, ey, das mit Kondensator. Morsen, das ist dein Partei. Ja. Ja, Moment, ich muss das erstmal wieder finden. Es geht nämlich schon los. Lang, kurz, kurz, kurz. Kurz, kurz, stopp. Ich habe das erste Stopp vergessen. Kurz, stopp. Lang, kurz, lang, kurz, stopp. Lang, kurz, lang, stopp. Ende. Nochmal bitte. Warte, geht gleich los. Kann nicht nur sein, dass ich mich zwischendurch verhaspelt habe hier. Und zwar. Lang, kurz, 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 stopp. Kurz, lang, kurz, stopp. Kurz, kurz, stopp. Lang, kurz, lang, kurz, stopp. Lang, kurz, lang, stopp. Ende. Okay. Lang, und diesmal war alles richtig. Kurz, kurz, kurz. B. Das ist ein B. Ja, das ist mir klar. BR. BRI. Gibt's eins, Brick. Brick. Okay. Ja. 3, 5, 3, 5, 7, 5. 3, 5, 7, 5. Ja. Okay. Und jetzt haben wir nur noch die schwierigen Drähte hier mit 1, 2, 3, A, B, C. Also, one. Ja. Und zwar geht ein rotes nach B. Ist es. Du denk dran, wir von oben nach unten sagen, ne? Genau. Erstes rotes auf B. Ja. Nicht durchtrennen. Okay. Dann erstes blaues nach B. Durchtrennen. Erstes schwarzes nach A. Durchtrennen. Zweites rotes nach C. Was nochmal? Das zweite rote nach C. Nicht durchtrennen. Okay. Dann das dritte rote nach C. Nicht durchtrennen. Das zweite schwarze nach C. Durchtrennen. Dann das, ich glaube, zweite blaue nach B. Nicht durchtrennen.
Das vierte rote nach B. Nicht durchtrennen. Und das dritte blaue nach C. Nicht durchtrennen. Jawohl, das war's. Erster Versuch. Geht doch. Und das nach der Pause. Ich hab's mir jetzt schwerer vorgestellt. Ich auch. Und in Wirklichkeit hatten wir die Bombe letztes Mal gar nicht geschafft, haben es dreimal verkackt, wissen es nur nicht mehr und freuen uns gerade. Nicht lang. Das kann durchaus sein. Nee. Bei der Bombe weiß ich es definitiv, die haben wir gar nicht mehr versucht. Da sind wir dann stehen geblieben nach der letzten Aufnahmesession. Das weiß ich noch, weil die Beschreibung habe ich hier zum ersten Mal gelesen. Warte. Du kannst nicht der richtige Steven sein. Weil ich mich daran erinnere, war. Exakt. Ich weiß es aber zur Abwechslung wirklich mal. Auf jeden Fall schon mal beste Schlagzeit 1 Minute und 11 Sekunden. Dürfen wir erstmal einen ausgeben hier. Ich dachte gerade, du sagst Schlagzeile. Die glauben, diese Geschichte sei wahr. Doch glauben sie uns. Diese Geschichte war frei erfunden. Ich bin Jonathan Frakes. Was nein. So. Ja, Mann. Jetzt ist das wahr oder ist das nicht Realität oder so? Keine Ahnung. Irgendwie so das war. Egal, kommt nächste Bombe. Wir sind gut drin. Deswegen, wir haben Pick Up the Pace Nummer 3. Keine Zeit. What? Ein Fehlversuch, 1,5 Minuten und 4 Module. In 1,5 Minuten? 4 Module. Gut, es kann aber eins der Kondensator sein, ne? Ich hoffe es, dass eins davon hier auch das mit dem Ventilation ist oder so. Nur eineinhalb Minuten ist schon, Das ist... Okay, deswegen alle Nerven konzentrieren, es geht los. Diese Profis. Aber sowas von. Teaminkompetenz schlägt zu. Und zwar... haben wir einen gelben Knopf, wo drauf steht Hold. Gelb und Hold. Warten Sie bitte. Auf jeden Fall schon mal. Please hold the line. Kein Kondensator. Gelb mit was drauf? Mit Hold, wir halten. Rot, Knopf gedrückt lassen, Farbe sagen. Rot. Beliebige Position 1. Okay, dann einfache Drähte, 4 Stück, 3 schwarz, 1 gelb. Nein. Ist das letzte gelb? Nein. Das zweite. Ja, beide. Okay, dann Symbole. Ja. Ein T mit einem B. Ja. Kronleuchter. Warte. T mit B, Kronleuchter, ja, Dann. Ja, egal, weiter. Dann ein C mit einem Punkt richtig rum. Ja. Und dieses Word-Zeichen, wenn du hier die Zeichen anzeigen lässt. Ja. Grundleuchter, TB, C. Und das andere. Okay, okay, jetzt haben wir nur noch das Pac-Man-Feld. Oh, scheiße. Das ist Pac-Man-Feld. Und zwar der erste Kreis, zweite Reihe, dritte von links. Ja. Und dann der zweite Kreis, vorletzte Reihe, das erste von links. Ja. Und ich bin ganz oben rechts. Okay. Schnell! Wo musst du? Dritte Reihe, dritte von links. Also in das Ding rein? Ja. Nee. Ganz nach links bis zum zweiten. Scheiße. Mhm. Ach so, ganz nach links bis zum zweiten. Ja. Verdammt, ich dachte, ich hab nur geschalten ganz nach links und bumm. Oh, aber Steven. Ich hatte nur noch 2 Sekunden Zeit, also von daher... Okay. Aber sind schon gut dabei. So, gleich nochmal. So wie es aussieht, sind sie gnädig, dass es nur einfache Module gibt, zum Glück. Okay. Ich glaube schon. Ja. Weißer Knopf, wo drauf steht Detonate. Gibt es mehr als eine Batterie? Ja. Direkt wieder loslassen. Okay. Dann einfache Drähte, 6 Stück. 2 blau, 2 rot, 1 gelb, 1 weiß. Ein gelb? Ja. Mehr als ein weißes? Nein. Okay, das vierte. 1, 2, 3, 4. Jo, Symbole. Ja. Brezel. Ja. Lambda. Ja. I mit einem X. Ja. Und dieses Copyright. Das Copyright. Ja. Die Brezel. Ja. IX. Lambda. Okay, und jetzt noch Morsen. Geht los. Und zwar, komm, fang an. Wir haben lang, kurz, stopp, kurz, stopp, kurz, lang, stopp, kurz, stopp, fertig.
30 nochmal. Geht nicht. Weil jetzt schon vorbei. Hä? Ich hab einfach mal probiert, 3575 war aber falsch. Nee, Helge, es war BE. Es gibt nur ein Wort mit B und E. Echt jetzt? Ich hab gar nichts gesagt. Meine nur. Nur bist du nicht mitgekommen oder wie? Ich wollte nochmal zur Absicherung. Nee, nochmal geht nicht, dafür reicht die Zeit nicht. Ja, super. Wir haben. Musst du aufhören, dich zu befassen. Ich weiß. Ich versuch's ja sicher zu machen, aber Zeitdruck und so. Weil das ist das, was mich dann durcheinander bringt. Okay, aber ich versuch's sicher zu sein. Also. Trink ein bisschen Zielwasser. Moment, dann. Nein, Steven, du musst nicht sicherer sein, sondern einfach ganz ruhig bleiben. Okay. Wir haben einfache Drähte. Fünf Stück, zwei rot, ein schwarz, ein gelb, ein blau. Das ist schwarz. Nein. Ein rotes? Zwei rote. Das erste. Okay. Dann nochmal einfache Drähte. 1, 2, 3, 4, 6 Stück, zwei schwarz, zwei weiß, zwei rot. Letzte Ziffer der Serie nochmal ungerade? Nein. Dann das vierte. Ja. Okay. Und jetzt haben wir hier diesen Display mit den vier Zahlen unten drunter, wo in der Mitte eine Zahl steht. Gut. Quasi, wo ich dieses Zielsystem, wo oben steht eine 4 ja, drin. Ja, ich weiß, ich bin schon da. Los, Haupt. Okay, oben steht eine 4. Vierte Position. Ist eine 1. Dann 3. In der ersten Position. 1. Dann die 1. Selbe Aufschrift wie in Stufe 2. Das war die 1. Die ist die dritte Position. Dann die 3. Selbe Position wie in Stufe 2, also das gleiche nochmal. Ja, das war die 4. Und jetzt nochmal die 1. Aufschrift in Stufe 1. War die 1. Jo! Wir hatten noch 1 Sekunde und 18 Millisekunden. Wow. Also die Bombe hat zwar in sich. Und ja, mit schweren Modulen sozusagen, wenigstens hat sie die schweren Drähte nicht genommen. Okay, ja, die würden zu viel Zeit kosten. Ja, da waren die Entwickler ein bisschen vernünftig. Okay. Also mein Download ist immer noch nicht fertig. Macht ja nichts. Was downloadest du? Das Spiel. Achso, das Oil-Ding. Nein, nicht das. Das habe ich schon. Das ist schon drauf. Achso. Und was dann? Biohunter. Project Hi-Rez. Muss der Bürogebäude aufbauen. Achso, okay. Zumindest haben wir jetzt die letzte Bombe von Sektion 5. Dann haben wir noch zwei Sektionen vor uns. Und zwar, der Titel Alter. Sagt, eine, die alles in sich hat. Ein wahrer ja, Test von Teamwork, der auf jeden Fall All-Round-Kompetenz voraussetzt. Oh, Kompetenz. Oh, Mann. Ja, alles klar, wir sind raus, ne? Das war's ab hier, den Punkt. Soll ich euch mal was sagen? Gut. Wir haben 3 Fehlversuche, 6 Minuten, aber 11 Module. Ja. Alles klar. Da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei den anderen. Nee, das versuchen wir jetzt noch. Es geht los. Wo ich mal auch vermute, wir haben diese verdammte Eieruhr wieder drin. Gucken wir mal. Und wir haben keine Eieruhr. Wir haben einen einfachen Button, wo drauf steht Press. Einen weißen. Ja, dann drück den mal. Nein, du es nicht. gedrückt lassen. Farbe ist gelb. Position 5. Okay. Dann haben wir einfache Symbole. Ein nicht ausgefüllter Stern. Ja. Ein umgedrehtes Fragezeichen. Ja. Brezel. Und, ja. Und ein H mit einem S unten dran. Also, du hattest Brezel, Stern, H. Okay, Brezel. Jo. Stern. Jo. H. Fragezeichen. Okay, dann Tanzfläche. Wir haben ein Vokal drin, nämlich ein E. Okay, kein H heute. Komisch. Ein H ist auch drin. Oh. Dann weiter. Achso, gelb. Grün. Dann gelb, blau. Grün, oder? Dann gelb, blau, grün.
Grün, Rot, Farbe der Sonne. Okay. Dann Gelb, Blau, Grün, Rot. Dann Grün, Rot, Gelb, Wasserfarbe. Okay. Dann haben wir nochmal einfache Drähte. 1, 2, 3, 4, 5 Stück. 2 schwarz, ein weiß, ein blau, ein rot. Wie viele? 5 Stück. Zwei. Ein rotes? Ein rotes. Mehr als ein gelbes? Nein. Kein schwarzes? 2 Stück schwarze. Das erste. Okay, dann haben wir Pac-Man. Pac-Man! Ja. Beide Kreise sind in der ersten Spalte. Der erste ist in der ersten Reihe und der zweite ist in der vierten Reihe. Und ich muss in den zum zweiten Kreis das zweite von rechts und bin in der ersten Reihe das dritte von links. Nochmal was? Ganz oben rechts. Nee, ich bin in der ersten Reihe das dritte von links. Und das Dreieck ist quasi in der 1, 2, 3, in der vierten Reihe das zweite von rechts. Und die beiden. Hoch bis ganz rechts. Was? Ganz nach rechts. Hoch bis ganz rechts. Okay. Dann 1 runter, 2 runter. Ja. Und dann nur nach links. Das ist falsch. Heavy. Ich bin jetzt in der. Das ist. Jetzt bin. Wo bist du jetzt? Ich bin jetzt in der dritten Reihe ganz rechts und nach links geht's nicht. 1 runter. Und dann nach links. Ja, das heißt 2 runter. Genau. Naja, ich war ganz oben. Aber okay, wir haben dann schwere Drähte hier mit 1, 2, 3 ABC. Ja. Erstes blaues geht nach B. Durchtrennen. Erstes schwarzes nach A. Durchtrennen. Erstes rotes nach B. Nicht durchtrennen. Zweites schwarzes nach B. Nein. Dann zweites rotes nach A. Nein. Dann ein blaues nach A. Ja. Dann rotes nach B. Nein. Schwarzes nach A. Nein. Blau nach C. Nein. Okay, dann haben wir Morsen. Oh, jetzt ganz safety. Nämlich. Einmal den Anfang bitte hier. Okay. Kurz, kurz, lang, kurz, stopp. Kurz, lang, kurz, kurz, stopp. Kurz, kurz, stopp. Lang, kurz, stopp. Lang, kurz, lang, stopp. Ende. Zeit für Wiederholung haben wir nicht. Pegel? Drei, fünf. 9, 5. Okay. Probier's mal. Ist falsch. Ja, muss ich nochmal durchsagen. Das können wir aber schon vergessen. Wir haben noch 4 Module und nur noch 30 Sekunden. Ja, Steven war schön mit dir, ne? Jo. Von daher kann man ja schon mal sagen: erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Keep Talking wieder. Und. Die Zeit ging deswegen so schnell runter durch den ersten Fehler. Da geht ja die Zeit dann auch immer schneller weg. Aber bis dahin, bis zur nächsten Folge mit eurem Team Inkompetenz. Tschüss, wir gehen mit einem Autoknall. Und boah!